und dem Rat bin ich auch nachgegangen. Mhm. Deshalb habe ich auch die Transaktionsplattform. Ich habe gehört, Sie sind erfolgreich. Seven Plus Club, sehr schön. Genau, gegründet. Ja. Auf Ihren Rat hin haben wir da uns mit befasst, genau. Und so ist es auch resultiert daraus, das Ganze, dass wir mal geschaut haben, wo ist Potenzial da, wo können wir ansetzen und was können wir auch umsetzen vor allem. So haben wir das gemacht. Ja. Herr Gröner, hallo. Grüße Sie, hallo. Grüße Sie, schön, dass es wieder klappt. Lang ist es her, letztes Mal haben wir uns 2019 unterhalten. Hat sich viel getan in der Zwischenzeit. CG-Gruppe gibt es so nicht mehr, jetzt ist es CG Elementum. Was ist da passiert bei Ihnen in der Zwischenzeit? Wir haben unserer Idee treu geblieben, Immobilien mit Verstand zu entwickeln, Immobilien für die Gesellschaft zu entwickeln, Immobilien so zu entwickeln, dass sie in die Mitte unserer Gesellschaft passt. Wir sind seinerzeit mit einem Gesellschafter unterwegs gewesen, der mehr im Bereich des Finance unterwegs ist und bei dem es eher darum ging, ein Unternehmen groß zu machen und über die Bewertungen auch Unternehmenswerte, M&A und Ähnliches zu schaffen. Mhm. Ich bin da so ein bisschen anders strukturiert. Für mich ist wichtig, dass meine Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben, dass die Projekte, die Produkte, die wir machen, in die Welt passen und dass wir wirklich umsetzen und bauen. Insofern waren da unvereinbare Hürden zwischen neuen Aktionären und zwischen mir als alter Aktionär, als Minderheitsaktionär. Und dann musste ich einsehen, dass wir weniger stark sind, auch wenn wir die Stärke des Könnens, der Kompetenz und all diese Dinge hatten. Und sind eben dann mit einem Art Curve-Out aus den Unternehmen ausgeschieden. Wir sind heute hundertprozentig eigener Anteilseigner, wenn Sie meine Kinder und Frau dazuzählen. Mhm. Und wir sind auf uns gestellt. Wir sind inzwischen wieder mit 600 Mitarbeitern in Deutschland unterwegs an neuen Standorten. Wir haben GDV von knapp 6 Milliarden. Das bedeutet, wir haben die Zeit der Pandemie genutzt, wenn auch die Messen ausgefallen sind, uns wieder sozusagen neu aufzustellen. Die Themen Nachhaltigkeit. Wir sind mit CO2 Zero Emission Projekten unterwegs. Wir sind in der Nachhaltigkeit führend in Deutschland. Die Themen Prefabrication hatten wir schon, sind wieder neu aufgestellt worden mit Werken, die jetzt im Bau sind. Und wir sind im Bereich des Finance, also Transparenz im Unternehmen und eben auch die Kapitalmarktfähigkeit. Mit diesen zwei großen Säulen sind wir heute unterwegs und schaffen damit auch Werte in den Regionen, in denen wir schon immer tätig waren, auf die wir stolz sind und die quasi den Gedanken, den wir immer hatten, unterstreicht, dass wir im Prinzip der Dienstleister sind zwischen dem Bürger, der nutzen möchte, zwischen dem Büro- oder Wohnnutzer, zwischen dem Unternehmen, der bauen möchte, zwischen der Kommune, die Lebensräume für ihre Bürger braucht. Da sind wir heute ganz stark unterwegs und sind ganz froh, dass wir uns das leisten dürfen, diesen Traumberuf nachgehen zu dürfen. Okay, ja. So für mich als junger Unternehmer ist es ja so, letztes Mal haben Sie mir den Tipp gegeben im Gespräch, man soll mal schauen, so was in der Digitalisierung möglich ist. Da gibt es einige Möglichkeiten. Aktuell im Immobilienmarkt ist es noch sehr konservativ. Und dem Rat bin ich auch nachgegangen. Mhm. Deshalb habe ich auch die Transaktionsplattform. Ich habe gehört, Sie sind erfolgreich. Seven Plus Club, genau, gegründet. Ja. Auf Ihren Rat hin haben wir da uns mit befasst, genau. Und so ist es auch resultiert daraus, das Ganze, dass wir mal geschaut haben, wo ist Potenzial da, wo können wir ansetzen und was können wir auch umsetzen vor allem. So haben wir das gemacht. Und jetzt die Frage, wo geht es weiterhin hin? Was würden Sie zum jungen Unternehmer empfehlen? In welchen Bereich in der Immobilienbranche soll man sich reinstürzen? Bestand? Gibt es keine Rendite mehr? Projektentwicklung ist auch immer schwieriger geworden, irgendwie was zu verdienen. Das Risiko ist ziemlich groß, wenn jetzt irgendwas passiert und man am Ende des Tages nicht mit einer schwarzen Null rauskommt. So Vermittlung, klar, kann man immer was mitnehmen, aber was sind so jetzt die Wege, wo Sie jetzt sehen in den nächsten 2 bis 5 Jahren? Ich glaube an meine Aussage, dass es in der Immobilienbranche weiterhin um Digitalisierungsprozesse geht. Und die Ausweitung der Digitalisierung in die Immobilienbranche rein macht es vielleicht gar nicht notwendig, dass Sie sich selbst mit der Immobilie befassen, sondern dass Sie überlegen, welche Art der Dienstleistung oder welche Art der Leistung Sie überhaupt in die Immobilie bringen können. Die Digitalisierung wird durch die Kommunen gestützt, inzwischen von der Politik gefordert und von den Verwaltungen akzeptiert. Jetzt schon kommen und funktionieren. Ich will ja jetzt nicht auf die Partei, die das durchsetzt, hinweisen, aber die Bundesregierung hat es wirklich geschafft oder nach der Wahl haben wir heute die Situation, dass jetzt erstmals tatsächlich ökologischer Gedanke verbunden wird mit Digitalisierung, mit der Transparenz von Prozessen, in denen es eben nicht mehr um ideologische und sozusagen altpolitische Geschichten geht, sondern wo es darum geht, wirklich für die Immobilie Lösungen zu finden, die der Gesellschaft zugutekommen. In Fragen der Green Tech Organisation, in Fragen des bezahlbaren Wohnraums und so weiter. Das heißt, wenn Sie mich fragen,
Projektentwicklung, da sollte man mit einem gewissen Kapital unterwegs sein. Das jetzt zu akkumulieren in einem sehr ausgereizten Marktumfeld, halte ich auch für schwierig. Hinzugehen und zu sagen, naja, ich bin in der Lage, jetzt selber im Bestand noch was zu machen. Auch da geht es um günstiges Kapital. Mhm. Und da ist die Gefahr, dass die Zinsen irgendwann mal steigen, doch so groß, dass möglicherweise der Zeitpunkt ein bisschen spät ist, da einzusteigen. Da sind die Vonovias dieser Welt einfach weiter und haben auch noch lange Zugriff zum günstigen Kapital. Ich glaube, dass wenn es um Mitspielen in der Immobilienbranche geht, geht es darum, schaffen Sie eine Architektur, die digitalisiert ist? Schaffen Sie das Building Information Modeling? Wir haben heute über 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Bereich Planung. Da sind wir so aufgestellt, dass wir vom TGA-Planer bis zum Architekten, bis zum Statiker die Leute selber haben und nicht mehr darauf hinwirken müssen, dass die großen Büros uns endlich BIM-fähig machen, sondern wir machen BIM. Und dann stellt sich heraus, das ist vielleicht für den Zuhörer ganz wichtig, für den, der das hier sieht, es geht mehr und mehr darum, dass der Architekt auch Algorithmen programmieren muss. Es geht mehr und mehr, dass die IT und die Immobilie sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten entwickeln müssen und dass die IT und der Prozess in der Immobilie eigentlich der Game Changer sein wird. Die Immobilie wird über den Prozess erschlossen werden. Und wer sich da reintut, verdient Geld, der verdient, kriegt Erfolg, weil das wird die Immobilie revolutionieren, weil die Margen werden kleiner, die Transparenz erfordert es, bringt es, jeder kann zugucken, wie viel daran verdient wird und wer jetzt dazu beitragen kann, dass die Immobilie in der Transparenz trotzdem Geld verdient und mit kleineren Margen operiert werden kann, im Bestand, in der Projektentwicklung. In der Projektentwicklung haben Sie gesagt, ja, das sind Risiken, schwarze Null. Wenn Sie das Ding komplett digital geschaffen haben, dann haben Sie keine Risiken, weil Sie das Ding durchdringen. Was kostet das Baurecht? Wie viel kostet das Bauwerk? Wie viel Stein habe ich? Wie viel Putz habe ich? Wie viel Leitung habe ich? Building Information Modeling ist im Prinzip Planung in ein Pricing zu bringen. Und wenn Sie das können und wenn Sie dort engagiert sind, ob Sie ein Planungsbüro aufmachen, ob Sie den Prozess für ein Unternehmen begleiten, da werden Sie ganz sicher, so wie Sie es machen, ob Sie in der Verwertung digitalisieren, das Stichwort bleibt Digitalisierung. Okay, alles klar. Also alles digital gestalten, was geht, um vorher schon zu wissen, was kommt auf mich zu. Ja, damit schaffen Sie die Transparenz, damit schaffen Sie die Bonität dessen, was Sie tun. Und wir haben jetzt eine Generation von Bauträgern, die an dem Punkt stehen, entweder verkaufe ich meinen Laden oder ich stelle um. Ja, okay. Und da ist die Möglichkeit, der Jugend reinzugehen und sagen, ich bin jemand, der dir dabei helfen kann, Unternehmer, die Digitalisierung voranzubringen. Das ist das Entscheidende. Und da, glaube ich, ist unglaublich viel Potenzial, unendlich. Wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit einer Marktkorrektur aktuell? Nicht, dass irgendwie, klar, es kann alles schön und gut geplant sein, wenn der Preis des jeweiligen Assets fällt und die Bank eine Nachbeleihung fordert, ist trotz guter Planung auch immer noch vielleicht ein Genickbruch. Hätten Sie mich im Januar bis Mitte Februar gefragt, ob eine Korrektur kommt, hätte ich gesagt, keine Korrektur, aber wir hätten eine Abschwächung, hätte ich Ihnen vorher gesagt. Ich hätte Ihnen das deswegen gesagt, weil ich damit gerechnet hätte, dass Zinsen, die sicher kommen in homöopathischen Dosen, sich dann doch auf den Preis der Immobilie entwickeln. Man sagt, gibt so eine Faustformel, 1% gibt 8% sozusagen Degress. Das heißt also, wenn 1% Zinsen kommt, was nicht kommen würde, sondern 0,25 oder 0,5, kommen wir langsam hin, dass sozusagen die Wertentwicklung stagnieren würde und vielleicht auf Null gehen würde. Das hätte ich Ihnen im Januar noch gesagt. Die Ukraine-Krise macht natürlich die Immobilienbranche ein bisschen zum Gewinner. Wieso? A, wir leiden unter Facharbeitermangel wie verrückt und können deswegen nicht günstig umsetzen. Der wird sich natürlich in Teilen durch den Zuzug von vielen ukrainischen Bürgern etwas abschwächen. Das Zweite ist, dass man natürlich jetzt in letzter Zeit gesehen hat, dass die Immobilie eine verdammt sichere Geschichte ist. Da hat man nicht über Nacht plötzlich 10% an der Börse weniger. Da hat man nicht plötzlich Verluste aus Einkäufen bei der Aktie von gestern auf heute von 8, 9, 10, 12%. Die Immobilie ist da viel, viel ruhiger und schafft natürlich Vertrauen. Und deswegen sage ich die Prognose oder gebe ich die Prognose, dass wir in den nächsten 18 Monaten mit keiner Korrektur zu rechnen haben, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Immobilie jetzt durch diese Krise und die Verunsicherung generell des Anlegermarktes eine sehr, sehr gute Perspektive ist, weiter zu investieren, ohne deutliche Kurskorrekturen aushalten zu müssen. Okay, Herr Gröner, danke Ihnen für den Einblick und sehr gerne. Ihre Hinweise. Machen auf bald. Ja, auf viel Erfolg. Hoffentlich nicht bis zur nächsten Messe, das nächste Mal vielleicht auf der Expo Real. Ja, genau. Schöne Grüße von der MIPIM. Tschüss.